Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Limbo. Limbo. Jetzt rutscht er wieder runter. Kann ich den auch schieben? Ja, den kann ich auch schieben. Wo greift denn der denn hin? Naja. Okay, dann schieben wir ihn mal hoch und hoffe ich mal, dass er, wenn er da drüber ist, dass er dann selbst runterrutscht. Rutscht? Jawohl, er rutscht selbst. Haha. Hat er gedenkt. Hat er gedenkt. Ich mag das Bild da aber nicht. Pfui. Pfui, pfui. Oh Gott. Was bist du? Da sitzt der ne? Hm. Okay, was kommt jetzt? Es sieht so aus, ob das gleich runterfallen wird. Ja, tut's auch. Autschen. Kann ich da irgendwas machen? Oh, es hat mich doch noch verwischt. Warte, mal gucken, ob da irgendwas ist, was ich ziehen kann. Kann ich den da nehmen? Nö, da ist nichts. Okay, da hoch komme ich auch nicht mehr. Ich traue der Sache nicht. Jack. Warte mal, wenn ich vielleicht... Ah ja, sobald lang ich in die Mitte trete, ist alles in Ordnung. Okay, da muss man ja echt mal drauf kommen. Zack, zack. Oh Gott, jetzt werden die noch kleiner, oder was? Ah, auf das Ende habe ich nicht und da darf ich drauf. Ah, das ist verständlich. Gut, da muss ich. Und da darf ich nicht. Okay. Schafft er es? Schafft er es? Schafft. Gut. Das ist doch gemein. So, da darf ich und da darf ich nicht drauf. So, da springen wir rüber. Dann springe ich wieder zurück. Springen die mit? Oh ja, die springen mit. Tja, damit hat sich die wohl erledigt. Erster Platz, zweiter Platz. Und dann hängt ohne wahrscheinlich drin, hä? Ja, sieht so aus. Boah, was so vom Massaker los ist. Es ist doch nicht normal. Okay, hier ist eine Treppe. Oder besser gesagt, Leiter. Ah, guck mal, hier kann ich eine Karre ziehen. Ich ziehe die Karre. Ich ziehe die Karre. Okay. Also weiter geht nicht. Kann ich noch hier weitergehen jetzt? Nö. Kann ich hier was machen? Okay. Das ist seltsam. Oh, nein, nein, nein. Oh, das war puh, das war nicht so tief, ne? Okay, das ist schon mal eine Möglichkeit. Mal gucken, was wir hier so haben. Okay. Das reicht nicht. Oh
Aber ich glaube, ich verstehe das Prinzip. So, also nochmal hoch. Hochklettern, dass das Seil nur ohne kann. So, runter, runter, runter. Nein. Das braucht zu lange. Das war zu lange. Männer und Kinder. So, weiter geht's. Nochmal Sprung. Hoch, hoch, hoch. In die Kreissäge, ohne mische ich auch nicht gerade rein. So, dann rüber. Hier runter. Ei, hoch! Der zieht sich so langsam hoch. Eben hat es doch geklappt. Hm. So, nochmal das Ganze darüber. Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. So, jetzt gehe ich ein bisschen weiter runter, dann muss er nicht so weit springen. Boah, was springt er dann jetzt? Geht der höher? Ne, ist genauso hoch. Was bringt mir jetzt eigentlich der Wagennummer? Nicht, was der Waage mir bringen soll. So, nochmal das Ganze. Das ist schon ein bisschen seltsam. So, oben. Zieh dich hoch! Ach. Ich hasse so Jump-Teile. Es geht mir echt auf die Eier. Auf die Eier. So, dran. So, oben. Runter. Wenn ich jetzt... Irgendwas vergesse ich doch wieder. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. So. Er ist oben. Jetzt rüber. Und runter. Mist, das hätte funktioniert schon. Okay, nochmal das Ganze. Ja. Wie ziehe ich ein Video in die Länge? Indem er mich sowas spielen lässt. So, neuer Versuch. Oben. Runter. Rüber. Schwing, schwing.
Nein! Oh. Jetzt hätte er. Lauf, 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 lauf. Oh, nee, oder? Er Fitzel ist ja getroffen, da ist gleich das Knie gebrochen. Hallo, hopp. Nochmal. Also, ein Fitzelchen treffen und dann gleich muss Knick brechen, das ist schon ein bisschen krass. So, rüber. Ah, okay, jetzt ist der Wagen nicht da. Jetzt weiß ich auch, für was ich den Wagen hier brauche. Meh, komm her. So, rüber mit dir. Rüber. Hoch. Und nochmal das Ganze. So, jetzt hat er. Jetzt muss es aber funktionieren. So, runter. Hochziehen. Und ran. So, nächste ran. Und lauf, jawohl. Gott sei Dank. So, wo kommen wir jetzt hin? Gras. Da rennt was weg. Wo ist es denn hin? Weg war's. Food. Was ist das für Würmchen? Au. Kriege ich das Vieh wieder raus? Ja, danke. Vielen Dank. Das ist ja ein übles Teil. Das ist pfui bäh. Oh, ich guck mir jetzt nicht nochmal so eins. Oh, was haben wir hier? Ein Hebel? Irgendwas macht der Hebel. Müssen wir mal gucken. Was kommen wir hier so hin? Ein Frosch, der will da hoch. Vielleicht können wir mir helfen. Geht das? Was? Ah, guck mal, jetzt rennt er in die andere Richtung. Aber ich krieg ihn trotzdem nicht. Oh. Ah, jetzt kann ich das benutzen. Ah, ja. Mal gucken, ob er das ankriegt. Wow. Jetzt regnet's. Klasse. Das braucht das Wetter, braucht doch kein Mensch. Ah, mal gucken, ob ich mich irgendwo herstellen kann. Okay, nur ich kann doch nicht schwimmen. Ich kann doch echt nicht schwimmen. Blablabla. Irgendwie muss man das doch lösen können, dass man da Wasser hoch und... Also wenn ich hier, dann läuft Wasser rein. Ach, jetzt ist das Holz vorne, oder was? Jetzt, ey, die wollen mich schon drauf schicken dabei, oder?
Die wollen mich doch echt alle weit drauf schicken. Eben war doch das Holz auf der anderen Seite. Naja, was soll's. Mal gucken, was passiert, wenn ich drauf springe. Muss halt aufpassen, dass ich zu weit runterkomme. Irgendwie muss ich gucken jetzt, dass ich das Holz ein bisschen weiter wegkriege. Ah, okay, hier kann ich wieder hoch dann. Gut, dann machen wir das Holz nur ein bisschen in die Mitte. Genau. Komme ich jetzt hoch? Geht der Sprung? Ja, der Sprung geht. Gut, jetzt habe ich das Treibgut ungefähr ein bisschen in der Mitte. Somit sollte ich doch eigentlich den Sprung schaffen. Dann machen wir mal voll. Dann machen wir mal voll das Ding. Und voll. So, Sprung. Und jawohl, wir haben es geschafft. Komm, zieh dich hoch, Gute. Ja, der ist ganz schön sportlich, wie so, Alter. Oh, oh. Es geht nach raus aus dem Bild. Ja, hoffentlich kommt da jetzt nichts Schlimmes. Ah, das ist heiß, ja. Oh. Ich glaube, wir sind wieder abgesoffen. Also das mit dem Schwimmer hat er nicht so drauf, fand ich das Gefühl. So, wo kommen wir hier oben hin? Ah, er kann in seine Nation. Oh, hoffentlich falle ich jetzt nicht ins Wasser. Oder Pennywise. Okay, also das Wasser ist nicht tief. Da kann ich nur noch schieben. Ja, aber irgendwo müssen wir hier hochkommen. Gut, schieben, schieben, schieben. Ne, das geht so nicht. Was haben wir hier? Ah, das können wir aufmachen. Ich glaube, das muss ich dann dahin tun, dass die Kiste hochkommt, dass ich die vielleicht als Sprungbrett nutzen kann für das andere. Also hier so. Und jetzt den Hebel umlegen, oder? Jo, und schon steigt das Wasser. Mist. Nein! Oh, nein, 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 nein. Also, Gas gebe, nicht rumspringe unnötig und nicht ertrinke am besten. So, also hierhin. Dann hoch. Das aufziehen. Runterspringe. Hoch, 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 hoch. Rüber, rüber, rüber. Auf der Kiste stehen bleibe. Nicht umfalle. Oh, nein, 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 nein. Balanciere. Stacheln, stacheln. Okay, weiter. Ach Gott, da muss ich jetzt die Kiste rausziehen. Ach gut, die Kiste schwimmt. Aber die schwimmt nicht lang. Nein, die Kiste hat nicht lang genug geschwommen. Fuck. Ja, okay. Die Kiste säuft einfach ab. Gut, die dahin. Dann hoch. Schleuse öffnen. Hebel um. Hochklettern. Also Junge, Tipp von mir. Mach du mal definitiv den Freischwimmer. Du kannst es gebrauchen. Oder Seepferdchen zumindest, dass du die ganze Zeit absaufst.
So. Reicht das schon? Das sollte reichen, ja. So, jetzt geht die Kiste von da. Zieh, 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 zieh. Ich hoffe, das reicht. Sieht ein bisschen knapp aus. Ja, aber... Nein, das war zu knapp. Ah. Aber okay, ihr seht dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, haut eine Bewertung raus. In diesem Sinne, tschüss.